Ihrer ist die Sohnschaft und die Herrlichkeit, die Bundesstiftungen und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihrer sind die Väter. So wird es Paulus sehr viel später schreiben an die Gemeinde in Rom. Mit einer großen Hochachtung vor dem, man merkt, dass das in ihm lebendig ist, was er selber geglaubt hat. Es ist sozusagen seine alte Überzeugung, die Hochschätzung Israels. Das ist das, woran er geglaubt hat. Das ist das, wofür er sich mit ganzer Kraft einsetzt. Das ist das, wovon er überzeugt ist, das darf nie beschädigt werden. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Und im Zweifelsfall muss man dagegen mit Gewalt vorgehen. Und dennoch schreibt er dann im Römerbrief: Israeliten sind sie, meine Brüder. Ihrer ist die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bundesstiftungen und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihrer sind die Väter. Wir sehen, liebe Schwestern und Brüder, welch wahrhaft großen und begnadeten Geist wir vor uns haben, der durch die tiefste Erschütterung seines Lebens hindurch muss und dennoch in der Lage ist, eine Brücke zu bauen. Paulus wird unmöglich zum Israel-Hasser. Wir kennen das manchmal bei Konvertiten oder auch bei Neubekehrten. Alles, was vorher war, ist schlecht. Und dann findet das Leben nicht zusammen. Man kann nicht sein früheres Leben einfach verstecken. Paulus kommt nicht zur Konversion, zum Glauben an Christus durch Nachdenken, durch Abwägen von Argumenten. Das ist keine innere Entwicklung, sondern wie es Lukas in der Apostelgeschichte gleich dreimal beschreibt. Es ist ein Sturz. Zwar nicht vom Pferd, das kommt in der Apostelgeschichte nicht vor, auch wenn es oft gemalt wird. Er stürzt zu Boden aufgrund eines Lichtes, das ihn trifft wie ein Blitz. Es ist aber nicht irgendein abstraktes Licht, sondern der auferstandene Christus selber, der ihn blind macht. Zuweilen habe ich den Eindruck, dass wir immer noch beseelt sind von der Vorstellung, eine gläubige und geistliche Existenz sei so, dass sie einmal irgendwie zum Glauben gefunden hat und das verwahrt man in einem wertvollen, in einer Schatulle oder in einer Schublade oder vielleicht auch im Tresor oder in der Vitrine und das trägt man dann so bis ans Lebensende. Nein. Alle großen Geister unseres Glaubens zeigen, durch welch tiefe Erschütterungen wir hindurch müssen. Und deshalb ist es vielleicht kein Wunder, dass auch wir unserer Tage jetzt durch tiefe Erschütterungen hindurch müssen. Dass wir manchmal den Eindruck haben, alles zu verlieren. Wichtig ist, dass wir uns von diesem Licht des Auferstandenen treffen lassen. Auch wenn er uns nicht so widerfährt, wie er Paulus widerfahren ist. Aber auch wir haben die Möglichkeit, Jesus zu berühren, uns von ihm berühren zu lassen. In seinem Wort. Dass wir nicht einfach jonglieren wie Bälle, wie es uns passt, sondern dass wir so hören und nehmen müssen, wie er es sagt. Wir begegnen ihm in der Kirche, nicht im Wald, nicht in unseren eigenen Gedanken. Nein, dort ist Christus nicht. Wir begegnen ihm in seinem Leib. Dort ist er lebendig. Paulus sagt uns das, er ruft es uns immer neu zu. Gestern noch haben wir diese lange Lesung gehört aus dem 1. Korintherbrief. Dass wir ein Leib sind, mit unterschiedlichen Gliedern, sogar mit unterschiedlich anständigen Gliedern. Aber ein Leib, der lebendige Christus, der wir sind, mit all denen, die je an Christus geglaubt haben und noch glauben werden und jetzt glauben. Und wir begegnen ihm hier, in der Liturgie. Auch nicht irgendwo in unserem Kapäuschen, wo wir uns hinsetzen und uns irgendetwas über Jesus ausdenken, sondern hier.
Es sind Erschütterungen, durch die wir hindurch müssen, und wir sollten uns an Paulus aufrichten, der nicht einfach das Vergangene hinter sich lässt. Er kann das schreiben. Er sagt, alles, was früher war, betrachte ich als Unrat. Ja, all das, was ihn so feurig gemacht hat in der Verfolgung der frühen Gemeinden, in der Verfolgung Jesu selber, wie der Auferstandene ihm zuruft vor Damaskus. Und dennoch findet er hin zu einer Brücke. Er spricht von seinem Schmerz, dass so viele nicht durch diese Erschütterung hindurchgehen wollen und zum Glauben an Christus kommen. Und dieser Schmerz hält bis heute an, weil viele, nicht nur in Israel, auch innerhalb der Kirche, sich dieser Erschütterung verweigern. Aber anders kommt man nicht zum wahren Glauben. Anders wird man wohl kein Apostel, erst recht keiner, wie Paulus einer war. Es ist ein großer Geist geworden, weil er sich ganz dem Geist Gottes geöffnet hat. Er hat sich nicht verschlossen, er ist nicht hart geworden in dieser Erschütterung, verzweifelt über das, was er denn früher gemacht hat. Er stellt sich sogleich auf die Füße, wir haben es in der Lesung gehört. Er beginnt gleich mit der Verkündigung. Auch wenn er sich dann selber zuerst einmal für ein paar Jahre aus dem Verkehr zieht und in die Wüste geht, weil er es verkraften muss, diese Erschütterung. Jeder und jede muss seinen Weg und ihren Weg finden, damit umzugehen mit solcher Erschütterung. Aber wir müssen durch sie hindurch. Es ist das Licht des Auferstandenen, das uns durch die Erschütterung hindurchführt, hin zum Glauben, hin zum Sehen, hin zum apostolischen Dienst.